Ja, das ist gut so. Also. Ein bisschen weiter. Naja, die Raumgerüste kann man halt nicht ganz so limitieren. Aber ich glaube, so ist ganz okay. Also, eine weitere Frage. Wenn off-cam sozusagen. Also im Stream, aber es ist nicht aufgezeichnet. Sind wir einfach noch ein bisschen rumgesprungen und haben ein bisschen, ja, ein bisschen Zeug gekocht und ein paar Ressourcen gesammelt. Ein paar Kisten, die wir in der Gegend gefunden haben, aufgetan. So ein bisschen so Gegend-Orts-Challenges eben zu so Kisten gemacht. Aber sonst haben wir jetzt nicht irgendwie Story-Progress oder so gemacht. Also es ist mehr so ein bisschen um Eier gewesen. Man muss dazu sagen, die Aufnahmen, die ich jetzt aufladen habe, die sind eigentlich in 1440p. Ich bin mir nicht sicher, ob man die mit YouTube Premium auch wirklich in dieser Auflösung schauen kann. Auf jeden Fall ohne sieht man nur die Option für 1080. Das ist eigentlich ein bisschen unsinnig, aber ich mache die Aufnahmen immer in 1440p. Das ist echt meine Monitorauflösung. Also irgendwie 2560 x 1440 Pixel. Und theoretisch kann ich auf dieser Auflösung streamen. Ich habe schon gesehen, dass man beim Stream da auch wirklich Qualitätsoption auf 1440p stellen kann. Also theoretisch hat der Stream in dieser Auflösung schauen kann. Leider habe ich aber noch das Problem, dass ich gleichzeitig noch das Audio verarbeiten muss, dazu mischen muss. Da kommt mein PC nicht ganz nachher. Und nachher mit der Bitrate ist das Problem, dass ja, also da kommt kommt meine Internetverbindung nicht mit. Also ich habe es, so wie ich es bis jetzt gesehen habe, ist eigentlich so 720p halt maximal Auflösung, die ich einigermaßen noch damit streamen kann. Oder einen Stream damit rauslassen kann. Auch das ist nicht ganz optimal. Ich versuche nochmal doch ein bisschen mein Setup zu machen. Auch mit Audio dazu mischen und so, muss ich mal schauen, ob man das echt noch irgendwie verbessern kann. Ja, aber eben das Problem ist halt im Prinzip, also selbst mit 720p habe ich jetzt teilweise, wenn sonst noch etwas auf dem PC läuft, das Netzwerk vielleicht auch ein bisschen belastet ist, dann kann das jetzt nur noch etwa, also teilweise unter 10 Frames pro Sekunde zeigt es an. Aufladen. Es ist nicht ganz so schlimm, aber es, also vom Codec ist es auch so, dass das halt auch nur der Teil, wo wirklich updated werden muss, updated wird und so. Aber es ist halt doch nicht ganz so, irgendwie so flüssig, wie es sein könnte. Selbst mit 720p. Aber ja, jetzt machen wir noch mal wieder mal Erfolg. Wir haben doch noch irgendwie etwas zum Verfolgen. Ich denke, das machen wir doch mal. Oder? Wir können da. Ich glaube, das ist aufziehen. Tada! Ich sehe meine Maus. Komm jetzt. Das zeigt es mir irgendwie nicht an. Was ist das? Gehen wir nochmal durch. Ich bin sowieso nicht sicher, was das Zeug da ist. Gebiet. Keine Lust. Irgendetwas habe ich noch irgendwo mal gesehen. Okay. Das ist echt noch ein bisschen. Genau das.
Das könnte ich nicht folgen. I didn't know you were such a slacker. Ah, verdammt. Das ist das Problem, wenn ich im Vollbildschirmmodus spiele. Sobald ich mit der Maus das Fenster abwähle, ein anderes aktiviere, wird sofort eigentlich Grafikinformation verloren. Ich versuche halt nicht rauszugehen. Das muss ich halt machen. Ich kann einmal meinen Window Manager umprogrammieren, weil ich jetzt mal bei einem anderen so gehabt, dass der Fokus nicht wechselt. Aber das ist halt, das muss ich jetzt neu erst nochmal machen. Aber ja, in dem Fall nein, ist Game Mode dort. Pech gehabt. Ja, bezüglich Streaming, also ich habe gemerkt, das ist auch also deutlich. Man kann ja eigentlich auch Videofiles streamen. Also zum Beispiel die Aufzeichnungen, die ich aufgezeichnet habe. Aber ich kann zum Beispiel halt downscalen oder so. Aber ich habe auch festgestellt, das geht halt schon auch deutlich besser als Bildschirm aufzeichnen und das zu streamen. Weil da muss ich in Realtime die Bildschirmdaten, die Videodaten, umrechnen, aber das geht mit GPU Unterstützung. Aber das Problem zusätzlich ist, ich muss dann noch das Audio aufzeichnen. Das mache ich jetzt, wenn ich eine Aufzeichnung mache, auch. Aber ich mache es separat. Ich habe eigentlich ich habe ziemlich rohe Audiodaten, die teilweise auch recht gross sein können. Wo ich einfach aufzeichne und auf Disk speichere. Und die Verarbeitung mache ich erst nachher. Das Problem ist eben, dieser Weg muss ich das gleichzeitig machen. Und das Problem ist nicht nur, das gleichzeitig zu machen, unabhängig sozusagen voneinander, sondern es muss dann miteinander synchron sein, einigermaßen. Und zumindest so, wenn ich das Programm jetzt konfiguriert habe, versucht es das zu machen. Und das ist halt eben das Problem, dass es dann mit der Leistung nicht länger, dass sozusagen auf die Geschwindigkeit 1 kommt, sondern es ist dann mehr so Geschwindigkeit 0.5 oder noch weniger. Wie es dann wirklich. Oder eben nicht einmal so, sondern es kommt dann mit dem Video nicht hin. Es tut irgendwie Audio spielen, das Audio ist ganz flüssig, aber es tut irgendwie. Kann ich Audio spielen und das ist so ein Frame vom Video, dann spielt es wieder Audio und dann wechselt das Frame so in dieser Art. Aber ja, die müssen jetzt da nochmal. Seems all the other knights already have their hands full. Have you heard? One of our strongholds? Ich wollte halt da nicht weg. We meet again, avid adventurer. So is this. Are your adventures going smoothly? That is the spirit. Keep it up. It seems that you have a wealth of experience under your belt now. Time to the guild receives requests from far and wide each day, and assigns commissions to adventurers accordingly.
cool. Zeit für unsere Daily Mission. These commissioned adventures are the main source of compensation for our guild members. What kind of commissions are they? It is a mixed bag. Anything from running an errand for fellow citizens to dealing with monsters. But you do not have to take my word for it. You should find out for yourself. Here you can find the details of today's commissions. Please report back to me upon completion. There will be a generous reward waiting for you. Excellent. I knew I could count on you. I await your return with great anticipation. Ad Astra Ebisos. Ah, so. Interessant. Ad Astra Ebisosk. Okay, gut. Ich glaube, eine Uni kriege ich auch noch. Ah, schön. Ich finde das Game schon ein recht nice Design. Das Geile ist halt auch. Aber so. Es ist halt teilweise, muss man sagen, so. Gegenüber Sachen, die so fotorealistisch versuchen zu sein. Wirkt das halt so im Comic-Anime-Stil schon viel besser. Speziell, wenn man jetzt Grafikkarte oder so, vor allem nicht jetzt so auf dem AAA-Level ist. Das ist nicht das, was davor anzeigt. Die Stadt ist ja weiter weg und dort haben wir auch unsere Erdfähigkeiten erlangt. Oder eingestellt. Und wir sind ja so eine Art, auch eine Art verschiedene Gottheit oder so irgendwie. Und wir haben halt die, also die Jahre. Und die spezielle Fähigkeit, glaub, dass wir halt sozusagen alle Elemente erlernen und theoretisch beherrschen können. So. Auf jeden Fall kann man den eigentlich irgendwie bei diesen Gottheitenstatuen die go wechseln gehen. Ja, das ist nice. Da kann man schön drüber jagen. Ah, der. Ja, weil ich sie abgeschossen habe. Ja, nein, tut es mir nicht. Kein Problem. Wir haben zwar jetzt gelogen, aber was soll's. Ich hatte Weizen aber schon wieder. Einfach. Da können wir sie dann nachher auch noch abschießen. Die geben dir nicht einmal Fleisch. Ich meine, die geben es.
die Missions. Also die sind wieder da und wir haben umgelungen. Und die Partyszene da. Jetzt haben wir doch das letzte Mal die Partyszene da verscheucht. Glück geführt. Wir müssen auch noch unsere niedrigleveligen Charaktere mit einsetzen. Macht nicht mehr mal, dass sie sonst nicht. Oder dass sie so eben mit, erst mit der Erfahrung höher das Level und stärker damit werden. So, also, ja. Nachdem wir uns da noch mal ein bisschen um die Partyszene gekümmert haben, mit der Deportationslösung, weil die anderen befriedigt. Kommen wir jetzt uns da wieder an. Und unser Ansehen von den kleinen Jungs irgendwie sorgen. Wow, gerade ein so Grindhauer, Mann. Undankbar, Frechdachs. Vier Missionen abgeschlossen. Was ist denn jetzt da? Ad Astra Abyssosk. I am sorry, but you have not yet completed enough commission. Ist gut. Kann ich Kommissionen machen? Nein. Verfolgen. Gut. Hergeportet. Ja, so Stream sieht auch gut aus. Bitrate ist 11.260 Kbits pro Sekunde. Also, man kann sagen 11 Megabits
Bits pro Sekunde, aber das, also Mbits, eigentlich alles MB, Netzwerk wird eigentlich Mbits gemessen, nicht Megabyte, aber das mag halt meine Netzwerk, mein Netzwerk nicht ausdrücken, oder? Leider. Und das ist nur das Video alleine. Klar, das Audio ist jetzt nicht nicht so viel, das ist höchstens 728 zusätzlich Kabel. Also das ist ein minimaler Teil. Aber eben, man müsste halt dann noch verarbeiten und so. Und weil eben meine Verbindung nicht wirklich 11 Megabits pro Sekunde zu YouTube aufdrücken mag. Der Angriff von hinten. Muss ich halt das Video downscalen nachher. Und das ist auch wieder eine Rechnung, die es machen muss, auch ein bisschen Latency. Und das hätte schon nachher direkt wieder Einfluss aufs Audio. Und so weiter und so. Und das ist eben das Böde. Ich fände es so geil, wenn ich jetzt eine Verbindung hätte, die wirklich da die ganze 11 Mbit, 11 zu 11 zu YouTube aufdrücken möchte. Das wäre schon sehr geil. Aber ja, ich wohne leider natürlich auch in einem älteren Haus. Das ist sowieso eigentlich. Das ist sowieso nicht möglich in diesem Haus, oder? Also Glasfaser wird bei mir ein Thema sein. Und ich weiß auch nicht, was man für so eine Verbindung zahlen müsste. Ich meine, das wäre mir jetzt auch nicht unbedingt wert, ehrlich gesagt. Nur, dass ich da ein bisschen uploaden kann. Ich meine, ich sage auch so normalerweise. Also ich bin eine Person, die natürlich viele Services am Internet hängt und so. Ich brauche meine Bandbreite auch wirklich, aber die meisten Leute die zahlen ja für Bandbreite rum, dass sie so teilweise haben können. Also, die meisten Leute brauchen ihre Bandbreite höchst selten. Not so hard. Ah, verdammt, muss ich dann ausweichen. Aber das ist auch gut für mich, sage ich jetzt einmal. Durch das ist mein Internet-Abo günstiger, als wenn auch als wenn alle Leute ihren Vertrag sozusagen immer maximal ausnutzen würden.
sehe nichts. Wenn es da schon mehr ins Getümmel stürzen. Urine for a little shock. Surrender and I'll be gentle. Come a little closer. Also wir haben so ein Top-Teil.
What's the... Cool it! This moment will be frozen in time. You're in for a little shock. Hit! You've been a naughty boy. Very naughty boy. Well, that's a brawl photo on Ashley, no, Ashley. So, zur nächsten Mission. Da ne. Was ist zum nächsten? Und übrig schwimmen? Nein. In dem Fall auch kein Ding. Gut. Distanz. Ja, aber da könnten wir am Ufer nachher. Machen wir das doch so. Da können wir gerade den freischalten. Also, machen wir da mal. Die nächste Mission wird den hier freischalten. Und nachher hier die Tagesmission zu machen. Also, machen wir mal schnell Pause.